bin wieder da, jetzt spielen wir The Elder Scrolls. Viel Spaß beim Video. Krieg liegt in der Luft. Nun, da der kaiserliche Thron verwaist ist, hängt das Schicksal ganz Tamriels vom Willen eines einfachen Gefangenen ab. Das Böse erwacht. Ein lange verbannter Feind regt sich. Die Mächte, die nach Tamriels Zerstörung trachten, suchen jene, die ihren dunklen Plan gefährden. Und so greift der lange Arm des Todes um sich. Wir schreiben das 582. Jahr der zweiten Ära. Die Trommeln des Krieges dröhnen. Hier beginnt unsere Reise. Und unsere. Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Die Beta war nicht so der Brüller. Aber ich lasse mich gerne jetzt eines Besseren belehren. Dass das Spiel so teilweise ist wie Skyrim und die anderen Elder Scrolls Teile. Nur die Frage ist, was nehmen wir für eine Klasse? Oder Rasse? Was machen wir denn? Also ich bin ja für Brachial. Also mein Name ist Cetus. Hoffe der Name, der ist noch irgendwie verfügbar. Was ist denn das hier? Die Waldelfen. Nee, Waldelfen sehen hässlich aus. Und was ist denn das hier? Die Ork, die Bretoner. Sieht aus wie Menschen. Besitzen ein angeborenes Talent für Zauberei, was ihnen einen besseren Umgang mit Magika und Magieresistenzen gewährt. Was sagen wir? Ah, ist auch jetzt nicht so der Brüller. Die Kaiserlichen können wir leider nicht auswählen. Werde ich vielleicht, wenn mir das Spiel zusagt, später mal wieder von vorne anfangen, und zwar mit einem Kaiserlichen. Die Khajiit, katzenartige. Ah, von der Optik her gesehen, nee, das ist nicht so. Ah, Dunkelelfen, was ist denn das für eine Kacke? Ah. Da geht nicht viel, muss ich sagen. Nimm einen Menschen. Wobei, Magie, na, ist nicht so. Langes Erbe als Schwertmeister. Besserer Umgang mit Schilden und Ausdauerregeneration. Was ist das hier mit schwerer Rüstung? Ist ein Ork. Umgang mit zwei Waffen. Ah, ich würde mal. Wir nehmen Dunkelelf. Nimm Dunkelelf. Mal gucken. Charakter konnte nicht erstellt werden. Dieser Name ist bereits vergeben. Was nehmen wir denn da? Nehmen wir Redgar. Alles gut. Der wehklagende Kerker. Tamriel war einmal, ihr seid anwesend. Oh, ich glaube, ich habe was falsch gemacht. Wir haben uns zu schnell, glaube ich, erstellt. Hä? Sorry.
kann drei Charaktere löschen? Wieso kann ich drei Charaktere löschen? Wenn ihr einen Charakter löscht, der Gegenstände im Inventar besitzt, die aus einem Vorbesteller Bonus werden diese beim Löschen verloren gehen. Ja, der sieht doch kacke aus, Leute. Wir erstellen uns einen neuen. Ganz einfach, wir erstellen uns einen neuen Dunkelelfen. Nennen wir ihn halt mal anders, wir haben ja noch ein paar. Nennen wir ihn halt Gunab. Diese geschickten Meister der Waffen nutzen die uralten akavirischen Kunstknöpfe des Kampfgeistes und ziehen mit furchteinflößender Magie in den Kampf, die erdrückt, zersplittert und die Welt um sie herum physisch verändert. Wir haben einen Templar, der Wanderritter ruft die Mächte des Lichts. Nein, das ist auch nicht so unser Nachtklinge. Das sind Abenteurer und Opportunisten mit der Gabe, Ärger heraufzubeschwören, diese wieder zu entgehen. Ich würde sagen, ja, sowas sind wir. Wir machen ihn muskulöser. Mal gucken hier, wie sieht dann ohne Klamotten aus? Ah, schon Bulle Bernd. Schon ein bisschen bullig. Naja, fett nicht. Na, Hager, das ist ja ein. Gottes Willen. Ja, komm, Bulle. Dann machen wir noch ein bisschen größer. Was haben wir hier an Hautfarben? Narben und Bemalungen. Ich sehe jetzt hier komisch. Ach doch, da. Da sind ein paar Narben. Oh, Verbrennung. Bisschen. Ey, ein Bodysuit. Den würden wir doch mal nehmen. Oberkörper, was können wir da machen? So. Brust, Bauch, Taille, Arme, Unterkörper, Hüfte, hast du nicht gesehen. Was ist das hier? Ein Kopf. Heroisch. Stimme. Frisur. Oh Gott. Ein Iro. Nee, ist klar. Gottes Willen, was sind denn das für Frisuren, Leute? Ach, Mann. Nee. Wir nehmen die erste Frisur, die vorhanden war. Wenn ich sie wiederfinde. Ich glaube, das war die. Oder? Ja. Das war die. Das Alter. Ach, der Barte ist chillig, den lassen wir jetzt einfach mal. Augen, Gottes Willen, was kannst du denn hier alles machen, ey? Weiße Augen. Ey, weiße Augen hat was. Okay. Das ist alles, was wir jetzt machen konnten. Mal gucken hier, wie er in der Veteranenrüstung aussieht. Ja. Machen wir einfach mal. Gunab ist zwar mehr so ein Zwergenname, aber naja. Wir wollen ja jetzt nicht so kleinlich sein. Was? WASD, um euch zu bewegen. Links, rechts. Was ist denn das hier? Mauszeiger? Keine Ahnung. Wo sind wir denn? Hier sind wir. Wie fühlt ihr euch? Nee, bewegen. Nee.
Ich habe gerade keine Zeit. So. Durchsuchen die Zelle. Zelle. Käse. Käse nehmen. Durch Propheten ist das Zeug hier abgeschlossen. Haben wir hier noch irgendwo was? Drücke. Hier. Nachricht. Alt. Kundenprämie. Kleine Imakin. Ihr habt an der Beta zur Elder Scrolls Online, ihr findet eure kleine Imakin im Umhang. Im Anhang. Ich hab einen Affen. Wie cool ist das denn? Wie kann ich den jetzt hier nehmen? Komisch. Also. Ja, egal. Gehen wir mal hier hin. Ganz langsam. Ihr habt eine echte Tortur hinter euch. Nehmt euch einen Augenblick Zeit, um euch zu sammeln. Was geschieht hier? Wer seid ihr? Genau. Wie ihr bin ich ein Gefangener an diesem Ort. Und doch auch so viel mehr. Ich bin sowohl die Vergangenheit als auch die Zukunft. Ich bin die Verzweiflung und die Hoffnung. Das Gespinst, das wir weben, besteht aus vielen feinen Fäden. Ihr könnt nicht darauf hoffen, seine Muster... Mal gucken, was auf dem Müll will. Ihr müsst mich retten. Ihr müsst mich retten und im Gegenzug muss ich euch retten. Ihr müsst aus dieser Zelle ankommen, euch bewaffnen, euch schützen. Sucht danach Lyris Titanenkind. Lyris Titanenkind, wer ist denn das? Keine Ahnung, was will der von mir? Ja, und wie komme ich jetzt hier raus? Ihr dort, wir fliehen. Lasst mich eure Tür öffnen. Schnell, ihr müsst entkommen, bevor die Wachen zurückkehren. Ja, ja, pappelapapp. Das schaffen wir schon irgendwie. Mal gucken hier. Schnell. Umschalten, sprinten. Ist er jetzt nach vorne geflogen oder was? Es ist schon... Hier wurden bestimmt mal Leute gefoltert. Oh, Dietrich. Ey, das machen wir erstmal alles auf hier. Aufmachen hier. Ektoplasma. Keine Ahnung, was das soll. Kann man hier auch rein? Nee, kann man nicht. Haben wir noch irgendwo eine eiserne Jungfrau? Eine eiserne Jungfrau. Da. Ey, liegt irgendein Kunde? Warum kann ich jetzt dem... Das ist ja mal dumm. Wieso kann ich dem jetzt nie die Rüstung abnehmen? Also früher war das so. Konntest du jeder scheiß Leiche irgendwas wegnehmen? Komisch. Naja, laufen wir mal. Ah, meine Maus ist ein bisschen blind. Es gibt Waffen in der Seelenkunde jenseits dieser Zellen. Bewaffnet euch. Ich glaube, ich muss mal hier den Sound einstellen. Weil irgendwie verstehe ich hier gar nicht. Musik, Umgebung, Dialoge. Dialoge machen wir mal höher. Oder wir wollen was verstehen. Hier ist der Chat. Oh, was ist denn hier, ey? Wir sind hier drin gefoltert, Wurst. Ich würde mal glatt behaupten, das tut weh. Aber warum kann man hier nichts machen? Wieso rennt man hier nur sinnlos rum? Am Anfang. Das ist ja dumm. Nehmt euch etwas zur Verteidigung. Seid nicht gierig. Wir müssen. Ah, so sah das früher nicht aus. Was kann ich denn hier machen? Kann ich nicht machen. Nee, ich will aber keinen Froststab. Einen zweihändigen Streitkolben. Nein, den wollen wir auch nicht. Wir wollen das Schild auch nicht haben. Oder wollen wir das Schild haben? Dann nimm mal das Schwert. Nimm das Schwert. Los, nimm noch ein Schwert. Wir sind gierig. Weggeworfenes Eisenschwert. Wie komme ich jetzt in Inventar? Inventar! Okay. Waffen? Hey Leute, wo hab ich den? Ich hab doch die.
alles nehmen. Schon genommen. Jetzt bin ich mal der Meinung. Ah, hier. Einhändig. Okay. Jawohl, was drücke, um einen leichten Angriff auszuführen? Halte links, um einen schweren Angriff auszuführen. Halte rechts, um eine defensive Haltung einzunehmen oder Angriffe zu blocken. Okay. Aber es ist ein zweihändiger Streitkolben. Gibt's hier keine Axt? Wieso gibt's denn hier keine Axt? Hä? Schild? Ey, hier ist doch noch irgendwas anderes. Hier, da liegen doch irgendwelche Hände drauf. Naja, nehmen wir das Schild. Wir wollen zwar kein Schildträger sein. Aber okay. Okay, rechts. Und dann kicken wir uns das mal an hier. Alter, was will denn der? Bleibt jetzt nicht stehen. Geht weiter. Es sind noch mehr Wachen auf dem Weg. Gucken. Wie ihr flüchte ich von diesem Ort. Aber weil ich schon eine ganze Weile hier bin, hat mich die Große gebeten, neueren Gefangenen dabei zu helfen, sich zurechtzufinden. Die man fängt, werden gehäutet. Traurigerweise beendet das ihr Leiden nicht. Seelenberaubte können nicht sterben. Hä, was sind Seelenberaubte? Wir sind die Überbleibsel all jener, deren Seelen geraubt wurden. Vom Gott der Intrigen. Ich wage es nicht, an diesem Ort seinen wahren Namen auszusprechen. Die Seelenberaubten sind in Kalthafen auf ewig zur Sklaverei verdammt. Oder zumindest so lange, wie wir noch von Nutzen sind. Die Halbriesin Lyris, Titanenkind. Sie führt diesen Aufstand an. Ich weiß nicht, warum sie hier ist. Aber für die Seelenberaubten ist sie ein Geschenk der Göttlichen. Oh, naja, papplapapp, dann stehe ich hier weiter rum. Mir egal, ich gehe weiter. Ein Feind nähert sich. Oh. Töte den. Jawohl. Machen wir mal. Zack. Bam. Nicht langsamer werden, Entseelter. Mit der Zeit wird jede nicht getroffene Entscheidung eine Entscheidung. Schlauchlevel, was ist denn das hier? Okay, muss ich rauskommen. Naja, egal. Hier. Noch ein Feind versperrt den Weg vor uns. Tötet ihn schnell! Ah, zack! Bam, 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 bam! Mehr hier! Oh, oh, oh! Was abgeschlossen? Kämpfe gegen Skelett. Geht es euch gut? Ich habe Kampfgeräusche gehört. Who the fuck is Alice? Ey, wer bist denn du da? C um Charaktermenü. Als. Was nehmen wir denn? Dunkelelf, Nachtklinge. Wir haben noch keinen Titel. Magieschaden brauchen wir eigentlich nicht wirklich. Leben ist immer gut. Dauer. Ach, das machen wir jetzt mal noch nicht. Ach, rechts und links. Um Spezialangriffe zu unterbrechen. Okay. Ihr habt mehr Fleisch an den Knochen als die meisten armen Schweine hier. Und wie ich sehe, habt ihr euch auch schon bewaffnet. Gut. Hoffentlich steckt noch etwas Kampfesmut in euch. Ihr werdet ihn brauchen. Ach, das ist die Alte, von der er vorhin geredet hat. Aber wir stellen uns mal dumm und fragen trotzdem. Eine Mitgefangene. Ich heiße Lyris. Ja, genau. Was? Wer hat euch gesagt, dass ihr mich suchen sollt? Richtig, eine komische Gestalt in der Zelle. Ein Geist. Der Prophet. Er hat zu euch gesprochen? Was hat er gesagt?
Wenn ich der jetzt sage, der hat, ich hab den gesehen, komme ich dann in eine Zwangsjacke oder irgendwie so? Wäre miteinander verwoben. Okay. Ha, das klingt in der Tat nach dem Propheten. Er wird auch hier gefangen gehalten. Es war sehr gefährlich für ihn, mit euch zu sprechen, auch wenn es nur ein kurzer Augenblick gewesen ist. Er muss wohl glauben, dass ihr mir helfen könnt. Was? Ich hörte seine Stimme immer noch in meinem Kopf. Wobei soll ich euch denn helfen? Ja. Natürlich dabei, ihn hier rauszuholen. Übelst geil. Glaubt mir, ich kann jede Hilfe brauchen, die ich jetzt sofort eine Zwangsjacke kriegen? Dieser blinde Alte ist die einzige lebende Person, die uns helfen kann, nach Hause zu kommen. Von hier ist es ein weiter Weg nach Tamriel. Naja. Diese Tunnel werden uns hoffentlich zu den Türmen der Augen bringen. Dort werden wir die Wächter finden. Ich bin mir sicher, dass ihr die habt. Und ich werde antworten, so gut ich kann. Ja, ist ein Knast. Ist eigentlich dumm. Das ist eigentlich egal. Komm, wir laufen. Mir nach. Dem Schlagsigen. Hinterher. Er ist doch ein bisschen dünn geworden. Selbst dafür, dass er muskulös ist. Tür offen. Ach. Und so. Es steht aber ganz schön. Zeit hier. Wir haben es geschafft. Ah, hier war ich in der Beta-O. Da musste ich hier mich irgendwie durchschnetzeln. Durch irgendwelche Viecher. Gibt es hier ohne Karte? Oh, eine Karte. Also wir können hier nach links. Hier ist irgendein Kunde. Hä? Okay, so funktioniert das also mit dem Unterbrechen. Läuft. Hier ist einer, der gerade irgendwie questet wahrscheinlich. Wir gehen mal nach links hier. Wo soll ich eigentlich hin? Wo soll ich hin, verdammte Kacke? Nicht ein Kalthaufen, Wächter. Ja, ist egal, wir vernichten den da. Komm her hier. Wow. Okay, wir sind beinahe verreckt. Ganz schlechtes Omen, ganz schlecht. Ich glaube, ich werde mal doch hier in Leben investieren. Geht bei Ausdauer hoch? Maximale Ausdauer. Nein, nee. Oh, was ist denn das hier? Durchsucht. Okay. Meuchelmord. Assassinenklinge. Ja, toll. Verursacht Magieschaden. Zielt mit wenig Leben. Schatten. Schattenmantel. Was denn? Lässt euch. Ihr verursacht Magie und halt euch den. Ich würde das nehmen. Ey, der Typ, der steht schon wieder hinter mir. Boah, Kacke. Ja, ist hier. Ach, die 1 müssen wir da drüben. Was ist das hier? Erstmal angelegt. Komm, Kumpel. Oh, Rang 2 der Assassinenklinge erreicht. Wo muss ich hin? Ich muss bestimmt hier hoch. Vernichte, optional. Sprecht mit Lyris. Kommt! Die Wächter sind auf den magische Konstrukte, die Molag Bal erschaffen hat, um seinen Blick in Kalthafen lenken zu können. Aha. Die Wächter sind untereinander verbunden. Wenn wir einen vernichten, werden die anderen geblendet.
Mit etwas Glück erkaufen wir uns so genug Zeit, um den Propheten zu befreien. Ich habe keine Ahnung. Rohe Gewalt? Wir werden schon einen Weg finden. Das müssen wir. Gut. Macht euch auf alles gefasst. Ich bezweifle, dass Molag Bal die Wächter unbewacht gelassen hat. Los geht's. Okay, wir haben das optionale Ziel erreicht. Das da ist der Kunde, oder was? Okay. Schnell! Während er geblendet ist, müssen wir zur Zelle des Propheten. Okay, ich lauf schon. Der Gott der Gewalt weiß von eurer Flucht. Beeilt euch! Ja, zack, zack, zack. Geschnetzelt wird hier. Hier geht's ab. Und weg hier. Genau. Das könnte nämlich wehtun. Wir müssen darüber. Los, den greifen wir uns. Okay. Hier gab es damals irgendwo eine andere Quest, aber naja. Was ist denn das da? Das ist auch irgendein Kunde. Warte mal. Wie kann ich denn... Genau, hier. Wir haben den Rang 2 erreicht. Achso. Okay. Folgt die Rüstung. Mittelrüstung was? Ja. Okay, erstmal hier rein. Herr Marmoras lockere Zunge. Die Tür wird bewacht. So kommen wir nie hinein. Verdammt! Die Vernichtung des Wächters muss diese Schutzzauber ausgelöst haben. Wir müssen uns einen anderen Weg nach drinnen suchen. Oh, vielleicht kann Catwell uns helfen. Ja, wer ist Catwell? Catwell ist der älteste der Seelenberaubten. Nach Jahren der Qual verlieren Seelenberaubte meistens den Verstand und werden wild. Zweck Silvester und so. Aber Catwell hat dieses Schicksal nicht ereilt. Er war schon nicht mehr bei Verstand, bevor er Tamriel verließ. Verrückter als eine Kiste voller Frösche, aber völlig harmlos. Oh, hier ballern sie wie die Bekloppten. Sieht sie an wie vorhin hier in dem anderen Spiel. Was? Wie soll ein Verrückter uns denn irgendwie weiterhelfen? Ja, das frage ich mich auch. Catwell sieht die Dinge so, wie er sich wünscht, dass sie wären. Für ihn ist Kalthafen ein Ort der Wunder. Boah, ich muss mal Fenster zumachen. Das ist seine Heimat. Und er kennt sie wie seine Westentasche. Meistens ist er unten am Fluss. Gehen wir los und suchen ihn. So. Ja. Ja. Ist doch vollkommen egal. Lass die doch machen. Solange du das nicht machst. Ja, und mein Gott. Hier ist er. Eines schönen Tages, mitten in der Nacht, kämpften zwei tote Könige um die Macht. Rücken an Rücken stehen, sahen sie sich an und erdolchten sich mit ihren Bögen sodann. Ey, der Typ sieht aus wie Don Quixote. So ein bisschen. Finde ich. Hallo, was ist denn das? Macht ihr einen Spaziergang? Heute ist ein wunderbarer Tag dafür. Sir Catwell, ja, in der Tat. Es ist mir ein Vergnügen. Und die schöne Lyris. Freut mich, euch zu sehen, werte Dame. Wie geht es euch denn? Wir versuchen in die Klaue des Propheten zu gelangen. Die Tür ist verschlossen, mein Freund. Nun, das ist natürlich etwas lästig, nicht wahr? Ich sage euch was. Ich kenne zufälligerweise noch einen anderen Weg hinein.
Eine sehr viel malerische Route. Eine richtig schöne Strecke, um ehrlich zu sein. Voller Fallen und Leichen. Und zwischendurch sorgen ein paar fiese Viecher für etwas Abwechslung. Eher vorsichtig, würde ich vermuten. Passt auf, wo ihr hintretet. Haltet euch die Nase zu und achtet mir bloß auf die Fallen. Man muss wohl auch damit rechnen, gelegentlich die Beine in die Hand nehmen oder ein paar Schädel spalten zu müssen. Schädel spalten, krieg ich hin. Folgt dem Schluss. Steck dich hinter deine Scheiß Am Ende des Wasserlaufs werdet ihr die Tür zum Unterbau finden. Sobald ihr drin seid, haltet ihr euch an das Licht. Dann stoßt ihr auf eine Leiter, die euch geradewegs zum Propheten bringt. Bestellt ihm doch bitte meine besten Grüße. Mach ich. Viel Glück. Schaut doch ab und zu wieder vorbei, ja? Ach, ich will mit dem Typen nie reden, der ist einfach nur geistesgestört. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen jetzt hier hinter. Kann man den angreifen? Nee. Hier, komm. Zack, zack, zack. Rat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 
weggeworfene Rüstung aus. Und die Axtrüstung aus. Richtig. Das sieht doch schon mal viel besser aus. Wir müssen jetzt bei der Gabelung. Falsch. Wir müssen da lang. Oh, alter Lofe. Lofe, wie du noch nie gelofe. Wir haben hier ein Jutebeinkleid gefunden. Es wird, Leute, es wird. Wir müssen dahinter. Oh! Haben wir nicht gesehen, aber nichts passiert. Kiste leer. Hier ist noch was drin. Scheiß drauf, wir klettern. Der Käfig des Propheten sollte direkt vor uns liegen. Schnell jetzt, wir haben nicht viel Zeit. Okay, abgeschlossen. Muss ich mit der hier sprechen. In Ordnung. Die gute Nachricht ist, dass wir es in einem Stück bis hierher geschafft haben und der Prophet unverletzt zu sein scheint. Jetzt zur schlechten Nachricht. Was, die will nicht mitnehmen? Ja, egal. Ich hätte das wahrscheinlich schon vorher erwähnen sollen, aber es schien mir nie der passende Moment zu sein. Es gibt einen Trick beim Öffnen der Zelle. Der einzige Weg für Gefangene, um sie zu verlassen, besteht darin, dass eine andere... Jawohl. ...das jetzt zwar nicht verstehen, aber der Prophet hat euch nicht ohne Grund ausgewählt. Ihr seid wichtig. Und alles und jeder, es gibt magische Schlösser zu beiden Seiten des Käfigs. Ihr müsst beide deaktivieren, damit wir den Austausch vornehmen können. Okay, sobald das vollbracht ist. Sobald das vollbracht ist, setzt ihr euch schleunigst in Bewegung. Der Prophet wird wissen, wohin es geht. Aber er wird eure Augen und euren Schutz brauchen. Okay. Gut gemacht. Heilen wir uns mal. Wir könnten natürlich jetzt hier noch alle Truhen aufmachen. Alle. Und noch mehr Schrot einsammeln, wie ein Bekloppter. War schon gut gemacht hier. So, muss ich ehrlich sagen. Sieht meine Armbanduhr innen drin bestimmt drauf aus. So. Ich opfere mich, damit der Prophet frei sein kann. Ah, da ist der Kunde. Und die Alte sitzt jetzt da drinnen. Okay. Cool. Alter Mann. Den Göttlichen sei Dank, ihr seid sicher. Zumindest das. Lyris hat alles geopfert, damit wir frei sind. Ich wünschte, das wäre möglich. Aber ich verspreche euch, sobald wir aus Kalthafen entkommen, werden wir einen Weg finden, um sie gemeinsam zu retten. Das ist der Name, den ich euch gegeben habe. Ihr seid nur noch ein Nachklang eures ehemaligen Selbst. Ein Seelenloser. Ein leeres Gefäß, das danach verlangt, wieder gefüllt zu werden. Es ist, wie die Schriftrollen es vorhergesagt haben. Aber doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt hätte. So hat man wohl begonnen. Mein wahrer Name ist verloren, selbst für mich. Jahre der Qual haben ihren Tribut gefordert. Schnell jetzt. Wir müssen uns machen. Die Anker sind dädrische Werkzeuge von finsterer Zauberkraft. Dafür, dass das für den Lofen schnell gehen muss, ihre Ketten umschlingen unsere Welt und ziehen sie auf Kalthafen zu. Ich kann einen dieser Anker benutzen, um uns nach Tamriel zurückzubringen. Aber ihr müsst mich zu ihm führen. Oh ja, komm hier. Quasi nie, wir müssen dort hinter. Attacke. Was mich interessiert, ist das eigentlich, hat das eigentlich eine Auswirkung hier? Schaden 10? Nee. Scheint nicht so. Naja, egal.
Chance schleichen. Umschalten ist schnell. Ah, trotzdem bleibt das ab und zu mal stehen eher. Ich weiß nicht warum. Komisch. Komisch, 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 komisch. Maisbrei. Ein Eisendolch. Nee. Kartenfett. Gibt's irgendwelche Viecher? Oh ja, hier. Attacke. Oh, Alter, was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab? Was kommt denn da für eine Kacke auf mich zu? Die Seelen der Verdammten sind meine Waffen. Ihr werdet Äonen des Leids erfahren. Alter, was? Was geht denn bei dir ab, Junge? Was geht, was geht? Zweihändig. Was soll denn das? Ich will aber keine zweihändige Waffe. Was soll denn das? Ist die vielleicht besser? 14 Schaden, 13 Schaden. Hier haben wir noch einen Dolch. Der Stufe 2, der macht 10 Schaden. Wir nehmen das Zweihändige und quatschen mal mit dem hier. Das Portal des dunklen Ankers befindet sich weit über uns. Ich werde einen Zauber vorbereiten, um uns hinaufzuheben. Aber zunächst müsst ihr euch auf Nirn einstimmen, um eure physische Form zurückzuerlangen. Hierfür werdet ihr eine Himmelsscherbe benötigen. Was ist eine Himmelsscherbe? Ein Stück ätherischer Magika, in der die Essenz Nirns schlummert. Manche sehen darin eine Verbindung zu Lorkhan, dem fehlenden Gott der Schöpfung. Körperliche Gestalt wiederhergestellt werden. Ich werde eine dieser Scherben heraufbeschwören, damit ihr sie absorbieren könnt. Jawohl, Attacke. Los, alter Mann. Seht zu. Scherbe von Aetherius. Kommt über uns und weiht uns mit eurem Segen. Da, schnell! Nehmt die Himmelsscherbe. Cool. Die Grafik ist schon. Boah, Leute, was war das? Großer Akatosh, Drachengott der Zeit. Deine Kinder sind verloren im Nebel zwischen den Welten. Sie flehen um Gnade. Erhöre meine Stimme, Akatosh. Ich brauche deine Stärke. Mache den Weg frei. Lasse diese wandernden Seelen nach Hause zurückkehren. Verweigert euch dem Willen Molag Bars. Beeilung, wir müssen jetzt gehen. Was soll ich jetzt draufspringen oder was? Hä? Der Typ ist doch da reingesprungen. Was ist denn das für eine Kacke? Ist er da reingehoppt? Da muss das so sein.
Er lädt. Gucken, wo er hinlädt. Der lädt immer noch. Komisch. Mann, was lädt denn der hier so lange? Muss das so sein? 3 Stunden später. Und es lädt immer noch. Und es lädt. Und lädt. Und lädt. Es lädt. Wieso lädt es immer noch? Naja. Bis zum nächsten Mal. Ding Dong Day.